Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Gesundheitsvideo auf diesem Kanal. Zwar ist die berühmte, gesunde, goldene Milch für kaum jemanden mehr neu und auch auf diesem Kanal ist sie gar nicht neu, denn ich hatte dazu ja schon mal ein Video gedreht. Allerdings hatte ich damals die goldene Milch frisch und aufwendig und mit frischen Zutaten hergestellt, was ziemlich aufwendig ist. Heute möchte ich euch die einfache Methode vorstellen, die Methode, die mit einer Paste hergestellt wird. Denn wenn man die einmal in großer Menge hergestellt hat, kann man sie portionsweise einfrieren und kann sich dann jeden Tag im Winter schnell und einfach eine eigene goldene Milch herstellen. Für die gesunde Kurkuma-Paste werden wir zuallererst jetzt die Gewürze mahlen, denn die sollten unbedingt immer frisch gemahlen werden, weil sie dann nicht nur ein sehr viel stärkeres Aroma aufweisen, sondern auch nur dann wirklich wirken und die gewünschten Resultate gesundheitlich mit sich bringen. Wie wir gesehen haben, habe ich jetzt den Cassia-Zimt hier relativ klein gestoßen mit dem Mörser und ihn dann anschließend in einer Kaffeemühle vermahlen. Zwar ist der Ceylon-Zimt noch hochwertiger, aber auch der Cassia-Zimt hat viele gesundheitliche Vorteile, denn er wirkt sehr stark gegen Krebs. Beide Zimtsorten können die Blutzuckerwerte und den Cholesterinspiegel senken. Sie sind reich an sekundären Pflanzenstoffen, wirken gegen Diabetes, fördern den Fettabbau und bringen das Gehirn in Schwung. Als weiteres Gewürz werden wir den Kardamom hier jetzt erstmal im Mörser zerkleinern, damit wir die Schale entfernen können. Denn wir benötigen nur die Samen, die wir dann ebenfalls in diesem Mörser ganz klein zerreiben werden. Auch der grüne Kardamom besitzt beeindruckende heilende Eigenschaften. Und zwar senkt er den systolischen als auch den diastolischen Wert bei Bluthochdruck. Er macht das Blut fließfähiger und steigt das körpereigene Antioxidantienpotenzial um 90%, sodass der Organismus besser gegen Infektionen, Umweltgifte, Entzündungen und Krankheiten aller Art gefeit ist. Als nächstes werden wir den Biopfeffer vermahlen und hinzugeben. Man könnte ihn aber theoretisch noch feiner vermahlen, zum Beispiel in diesem Mörser. Der sekundäre Pflanzenstoff Piperin im schwarzen Pfeffer erhöht die Bioverfügbarkeit des Kurkumin im Kurkuma um das 20-fache, laut einer Studie. Deshalb sollte Kurkuma immer zusammen mit Pfeffer verwendet werden. Und zwar mit schwarzem Pfeffer. Das waren jetzt die Gewürze, die wir zu dieser Kurkuma-Paste hinzugeben werden. Jetzt kommt noch Bio-Ingwer in getrockneter Form hinzu, und zwar ordentlich viel, also 2 gehäufte Teelöffel sollte man da schon verwenden. Je mehr, desto besser, denn beim Trocknen der Ingwerwurzel wird der Stoff 6-Gingerol in den Stoff 6-Sugarol umgewandelt. Laborstudien haben nun gezeigt, dass 6-Sugarol das Fortschreiten von Alzheimer verlangsamt und die Ausbreitung von Krebszellen hemmt. Auch der Stoff Zingeron entsteht erst durch das Trocknen oder Kochen der Ingwerwurzel. Und zwar wirkt diese antientzündlich, stoffwechselregulierend, antidiabetisch und gegen Durchfall, weshalb der getrocknete Ingwer dem frischen Ingwer sogar vorzuziehen ist. Ähnlich verhält es sich mit der Wunderwurzel Kurkuma, die wir gleich hier in großer Menge verwenden werden. Und zwar nehmen wir davon gleich eine ganze Tasse voll. Und auch der Kurkuma muss unbedingt von Bioqualität sein. Und auch der getrocknete Bio-Kurkuma ist sehr viel ergiebiger als der frische Kurkuma natürlich, weil in solch eine Tasse zum Beispiel mindestens die 10-fache Menge der frischen Wurzel hineinpasst. Als nächstes werden wir jetzt bio-natives Kokosöl benutzen und dies in eine Pfanne geben. Und zwar werden wir davon ordentlich viel benutzen, je mehr, umso besser. Denn von Bio-Kokosöl kann man nie genug nehmen. Sobald das Öl erhitzt ist, geschmolzen ist, kommt dann die Tasse Kurkuma-Pulver hinein. Dann wird es alles kurz verrührt mit dem Schneebesen. Und dann werden wir auch schon die Gewürze dazugeben und einfach alles kurz verrühren, bis es alles hier in dem Fett aufgelöst ist. Das sind die Gewürze, die wir eben besprochen haben. Wie gesagt, von dem Ingwerpulver könnte man ruhig noch etwas mehr nehmen. Sobald sich dann alles hier in dem Fett gut aufgelöst hat, kommt dann das Wasser hinzu. Und zwar werden wir zu dieser Tasse Kurkuma 500 Milliliter Wasser hinzugeben und möglichst natürlich das reine destillierte Wasser, also das selbst destillierte Wasser, nicht das destillierte Wasser vom Baumarkt, sondern das selber destillierte Wasser. Mein Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Dann wird diese ganze Masse einmal aufkochen gelassen, während wir die ganze Zeit mit dem Schneebesen rühren. Und sobald die Sache aufgekocht ist, wie wir das jetzt hier sehen, schalten wir den Herd ab und rühren kontinuierlich weiter, denn die Restwärme reicht vollkommen aus, um diese Paste jetzt zu einer dickflüssigen Konsistenz zu bringen. Sobald diese gesunde Kurkuma-Paste nicht mehr flüssig ist, wird sie fertig sein und dann kann man sie vom Herd herunternehmen. Wir sehen, die wird immer fester und bald ist sie nicht mehr flüssig, dann kann man sie vom Herd runternehmen und sie dann in einzelne Gläser füllen.
wie wir das jetzt hier sehen. Wie wir jetzt also sehen können, ist diese Kurkuma-Paste weitaus ergiebiger, als wenn man jetzt die Kurkuma-Milch, also die goldene Milch, frisch herstellen würde, wie wir es in meinem anderen Video gesehen haben. Denn von dieser gesunden Paste benötigt man dann nur einen gehäuften Teelöffel für ein ganzes Glas Milch, um damit die goldene, gesunde Milch herzustellen. Und auf diese Weise kann man natürlich die goldene Milch sehr viel einfacher und schneller herstellen. Man kann sich dann einfach jeden Abend ein köstliches Getränk mit dieser goldenen Milch zubereiten, ohne dafür jedes Mal lange in der Küche stehen zu müssen und die ganze aufwendige Prozedur für ein einziges Glas Milch zu tätigen. Eines der Gläser könnte man sich dann in den Kühlschrank stellen und jeden Abend damit seine Kurkuma-Milch zubereiten und alle anderen Gläser könnte man dann im Vorrat einfrieren. Und um nochmal auf die gesundheitlichen Vorteile der Kurkuma-Wurzel zu sprechen zu kommen, so liegen zu dieser längst zahlreiche wissenschaftliche Belege vor, unter anderem, dass sie eben entzündungshemmend, krebsfeindlich und entgiftend wirkt. Das Kurkumin im Kurkuma wirkt stark gegen Diabetes, indem es unter anderem diabetesbedingten Nervenschäden vorbeugt, diabetesbedingten grauem Star vorbeugt, kognitive Beschwerden bekämpft aufgrund der antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften und Nierenbeschwerden eindämmt. Für die Zubereitung der goldenen Milch habe ich jetzt hier in diesem Fall meine selbstgemachte Kokosmilch verwendet. Mein Video dazu, wie man verschiedene vegane Milchsorten herstellen kann, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Unter anderem Hafermilch, Kokosmilch, Cashewmilch und Mandelmilch. Wer an rohe Weidemilch von Biotieren herankommt, kann die natürlich auch verwenden. Und ja, wie wir gesehen haben, ein Teelöffel, ein gehäufter Teelöffel von dieser Kurkuma-Paste reicht vollkommen aus für ein ganzes Glas. Dann kann man das natürlich noch süßen nach Präferenz, hier in diesem Fall mit Agavendicksaft in Bioqualität. Und das war's dann auch schon. Und so schnell hat man seine goldene Milch hergestellt. Und wenn man sich das jeden Abend im Winter zubereitet, ist es ein ganz herrliches, gesundes, warmes Getränk. Übrigens sollte die Milch natürlich heiß sein, das versteht sich von selbst. Und hier habe ich jetzt noch den Schaum von dieser Kokosmilch verwendet, um das bisschen, um das oben drauf zu geben. Das sieht schön fürs Auge aus und schmeckt dann auch richtig lecker. Und ja, wie wir ja schon von dem anderen Video wissen, braucht eben Kurkuma drei Dinge, um aktiviert zu werden, um bioverfügbar zu werden. Und zwar das Fett, in diesem Fall das Kokosfett, Piperin aus dem schwarzen Pfeffer und eben die Wärme. Die Zusammensetzung der goldenen Milch verhilft also diesem Wundermittel Kurkuma, seine zahlreichen heilenden Eigenschaften optimal zu entfalten. Die hochkarätige Heilpflanze Kurkuma schützt und heilt. Sie bekämpft Entzündungen und kann genauso wirkungsvoll bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden, bei akuten und chronischen Lungenerkrankungen, bei Leber- und Darmerkrankungen und ganz besonders gegen Krebs und Alzheimer zur Anwendung kommen. Hier hatte ich nochmal die gekaufte Kokosmilch zur Herstellung der goldenen Milch benutzt. Und zwar habe ich hier die Hälfte dieser Dose hineingegeben und dann noch den Rest mit Wasser ausgespült. Theoretisch würde auch schon die Hälfte solch einer Kokosmilch reichen und die andere Hälfte reines Wasser. Dieses erhitzen, also dieses Glas Milch dann erhitzen und dann gibt man einen gehäuften Teelöffel von dieser Kurkuma-Paste hinzu. Für einen stärkeren Geschmack und eine noch stärkere Wirkung könnte man auch einfach zwei Teelöffel hinzugeben von dieser gesunden Kurkuma-Paste, alles einmal umrühren und dann könnte man, wie gesagt, mit Yakon-Sirup oder mit Agavendicksaft zum Beispiel würzen oder auch mit Xylit. Wer die goldene Milch ketogen haben will, der würzt eben, wie gesagt, mit Xylit, am besten noch mit Erythrit, weil diese beiden gesunden Zuckeraustauschstoffe den Insulinspiegel nicht ansteigen lassen. Was Kurkuma bei so vielen Leiden so einzigartig effektiv macht, ist der in dem Gewürz enthaltene aktive Wirkstoff Kurkumin. Kurkumin ist eben dieser Tausendsasser im Kurkuma, der über antioxidative, antibakterielle, antimykotische, entzündungshemmende, entgiftende, immunstärkende, sauerstoffanreichernde und antikarzinogene Eigenschaften verfügt, subhanallah. Und da genau diese Faktoren, also Bakterien, Pilze, freie Radikale, Sauerstoffmangel, Immunschwäche und so weiter ursächlich an der Entstehung nahezu jeder Erkrankung beteiligt sind, wird klar, wieso die Wirkungsbreite des Kurkumins so hoch ist. Aus diesem Grund wird auch das isolierte Kurkumin oft als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Allerdings kann der Körper meistens Isolate nicht erkennen, weshalb es immer empfohlen ist, gesundheitliche Stoffe immer in ihrem natürlichen Gesamtverbund einzunehmen, wie in Form dieser ergiebigen Kurkuma-Paste zusammen mit der köstlichen heißen goldenen Milch, die an kalten Winterabenden besonders wohltuend ist.
Damit wünsche ich euch gute Gesundheit und viel Erfolg beim Nachmachen dieser leckeren goldenen Milch. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann teilt es mit euren Freunden und Bekannten, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.